Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Mad Max auf dem Config-Kanal. Ja, der Plan stand ja eigentlich bisher mal so, erstmal die ganzen Nebenmissionen zu machen, aber diese ganzen Dinger sind alle hier ganz weit weg in Gatgashs Region, von daher verschieben wir das erstmal auf den Zeitpunkt, wenn wir auch da sind. Und da ich ja immer noch nicht weiß, ich bin ja fleißig im Vornherein mit aufnehmen, ob wir so ein paar Lager und sowas hier mal machen sollen, ich denke, könnten wir theoretisch schon machen, ne? Aber beschäftigen wir uns als nächstes zumindest erstmal mit der Hauptmission. Und zwar müssen wir noch die benötigte Karosserie finden. Auf dem Weg dahin haben wir dann noch eine Begegnung. Die nehmen wir dann auch noch mit. Und daher erstmal rein in die warme Bude. Ja gut, so warm wird es da drin nicht sein, ohne Klimaanlage, ohne Fenster etc. Ja, wir können uns ja warme Gedanken machen, ne? So. Schauen wir mal, ob wir gegen den guten Scrotus vorankommen. Ich habe kein verschüttetes Car gesehen. Aber da es mir nicht auf dem Radar angezeigt wird, wird da vermutlich auch kein Artefakt sein. Ja, kommen wir da irgendwie jetzt schnell hoch, um die mal fix mit umzureißen? Von hinten vielleicht? Nö. Und so weit kann er doch bestimmt nicht schießen, ne? Mal schauen. Jetzt gerade nicht schauen, aber insgesamt, wenn man da mal wieder ist, mal schauen. So, da hinten irgendwo muss dann das Karosserieteil sein. Hier sieht es nach noch einer Vogelscheuche aus. Und hier ist auch die nächste Begegnung. Okay. Hallo, bin da. Ah, da unten, okay. Eine starke, die kann man doch wieder nicht. Möglichst nicht auf den drauf fallen. Ja. Die starke, die kriegen wir ja noch nicht down. Ja. Wer bist du denn? Ist das das gleiche Model wie immer? Ich glaube nicht, ne? Nee. Too broken and old for their battles against the hordes of Gastown. So what'll it be? Help me with this loot and split it, or corpse me and take it all. Töten und alles nehmen ging ja schneller, ne? Aber wir sind ja nicht so arschig. 50 Schrott gab das mal fix, sehr schön. Dass diese Begegnungen sind immer ganz kurz Dinge von mal einer Minute und dann sind die erledigt. So, ich muss jetzt aber gestehen, ich weiß gar nicht, von was für einer Karosserie die hier überhaupt reden. Was genau jetzt der Plan ist. Allgemein ist eine Karosserie hier für den oder bloß Karosserieteil oder für den Erzengel was. Ich habe keine Ahnung, was ist denn da oben noch? Bestimmt nichts Gutes. Hier haben wir auch noch eine Begegnung. Ist bestimmt da oben drauf. Die schaue ich mir mal noch fix an, wenn wir schon mal da sind. Müsste ich, glaube ich, erst wieder außen rum rennen, ne? Kommen die mir hinterher? Ne. Oder? Kommen sie? Keine Ahnung. So, schauen wir uns erstmal an, was der die noch zu uns zu sagen hat. Was es hier Interessantes gibt. Ja, winkt schon. Das sind alles Damen, wie es aussieht, ne? Hier, sprechen. Round here. There's only one lad brawny enough to take us serious. Stump grinder. Nasty doggy. Now I know for a flamin' fact that he just hates flickering flames and fire. Be a good way to deal him some suffering. Warum auch immer die einem das hier alles so erzählen. Stump grinder mag kein Feuer, okay. Glaube ich zwar nicht, dass ich mir das länger als 5 Minuten merken werde, aber okay. Ein großes Lager unter einer riesigen Statue. Es wird vom Top-Dog Stumpgrinder verteidigt. Den Informationen zufolge ist er anfällig für Feuer. Starke äußere Verteidigungslinie, versteckter Eingang unter dem Bauwerk, versteckte Beute hinter der Arena des Top-Dogs. Ob ich mir das alles irgendwie mal merken werde? Ich glaube es nicht, denn bis wir das Lager mal machen, wird es vielleicht noch ein bisschen dauern, keine Ahnung. Ich könnte es auch einfach selbst festlegen und auf eure Meinung zu hören. Dass wir quasi das Rote alles machen, sprich die Lager und
Das Gepamps hier und die Suchbereiche mache ich dann offline und die Lilanen machen wir natürlich auch. Müsste man zwar dann nochmal hier ein bisschen runterfahren und dann sind ja dann eh nochmal irgendwann bei dem Lager hier. Kann auch sein, dass ihr eine ähnliche Meinung habt. Ich meine, die Lager, die können ja noch ganz interessant sein. Ich denke, die werden interessant sein. Aber die Suchbereiche, da ist ja nicht so viel zu erleben. So. Grüß dich. Aber für dich brauche ich kein Messer, der ist schon am Boden. Zack. So. Aber ein bisschen zu langsam. Da ist auch Munition sehr schön. Wieder zu langsam. So, jetzt aber. Noch einer. Da hängt schon unsere Karosserie. Beute nehmen wir mit. Ich höre da irgendwas. Oh, grüß dich. Der Dropkicker, ein neuer Feind. Ja. Wow, nicht viel mit Dropkicken hier, hä? Schickes Auto. Tagesechse Stufe 3, Stufenaufstieg. Sehr schön. Die Roadkills. Ach ja, den Roadbuckler hat man auch noch nicht durchgelesen. Hier kommst du nicht vorbei, toter Mann. Niemand kommt am Buckler vorbei. Auch wenn die Roadbuckler ähnlich aussehen, sind sie nichts im Vergleich zu den Warbucklern der Gastown-Horde von Scrotus. Ein Angreifer kann rasch eine Lücke finden und ausnutzen, um den Schild des Bucklers zu vernichten. Ob nun mit seinen Fäusten, einer Schusswaffe oder Sprengstoff. Und wo war der Dropkicker? Den müssten wir doch eigentlich auch noch. Den haben wir uns doch auch freigespielt jetzt eigentlich. Ist der hier mit dabei? Wardogs, Warcriers, Buckler. Wo ist denn der Dropkicker? Stand doch irgendwas auch mit dabei, dass wir den seine Biografie jetzt haben, oder? Ist das ein Buzzard? Skins? Was? Nö. Hier wird er bestimmt auch nicht mit dabei sein. Das sind bloß solche. Gut, dann gibt es eben keine Biografie zum Dropkicker. Ob der Mitglied. Oh, Munitionsgürtel voll. Ob der Mitglied bei den Dropkick Murphys ist? Aha. Schrottkuhlteile und zwei Schrott sind noch hier. Die können wir ja mal noch fix suchen, bevor wir uns der Karosserie widmen. Hier sind schon die beiden Schrott. Das Crewteil wird vermutlich da oben sein, wenn hier was zum Klettern ist. Genau so sieht's aus. Dann ging das ja auch fix. So. Schrottcrew, Teil 2 von 4. Wenn wir das fertig haben, dann haben wir bestimmt unsere 40, weiß nicht, ob das täglich ist oder so, wie oft der Schrott kommt, aber der soll dann bestimmt ganz gut erhöht werden. So, neue Karosserie. Steck in die Hosentasche. Oder wir machen es so. Ist das Shuffle Face. Diese Karosserie wurde in der Werkstatt freigeschalten. Heißt das, ich kann. Baue die Verbesserung für den Jack an. Jack war der Erzengel, ne? Also ist die Verbesserung auch für den Erzengel. Okay. Schrott ist die Währung des Ödlandes und sollte nie verschwendet werden. In Schamshänden kann Schrott in mächtige Verbesserungen für den Magnum Opus und Mac selbst verwandelt werden. Schrott kann quer durchs Ödland auf unterschiedlichste Art und Weise verdient werden. Einfachster Weg ist es, Lager oder Suchbereiche zu durchsuchen. Doch Max kann auch Schrott verdienen, indem er besiegte Feinde und Fahrzeuge plündert. Champs Schöpfung, der Magnum Opus, ist eine Maschine mit enormem Potenzial. Ihre Verbesserung ist der Schlüssel zu Max Überleben im Ödland. Verbesserungen für den Magnum Opus werden freigeschaltet, indem man die Bedrohung vermindert und können mit Schrott gekauft werden. Benutze die Werkstatt, um den Magnum Opus jederzeit anzupassen und zu verbessern. Kann ich hier einsteigen? Ja. Das sieht nämlich ganz witzig aus. Könnte ich jetzt zur Festung bringen und eine Fahrzeugsammlung mit reinwerfen? Kann auch Minen abfeuern. Interessant. Vogelscheuche, Vogelscheuche. Hier unten haben wir noch eine Begegnung. Die können wir uns ja mal noch anschauen. Wir stehen bei 9 Minuten. Okay. Sonst hätte ich gesagt, wenn es hier noch so ein. Das Lager ist ein bisschen. Neue Biografie, Statue. Einst begrüßte der mächtige Koloss die Neuankömmlinge in der Stadt mit dem Versprechen eines Lebens voller Möglichkeiten. Die geköpfte und sturmgeschädigte Statue, die heute hier steht, vermittelt eine andere Botschaft. Ja, da drüben ist ja jetzt eigentlich ein Lager. Das könnten wir ja ein bisschen noch aufräumen in dem Part, hä? So ein Top-Dog-Lager hatten wir auch noch nicht gehabt. Der Anführer ist gegen Feuer schwach. Haben wir aber nichts. Ein Kerl! Und das Auto rastet aus. Jo. Convoys pass here are tough.
Okay, bei Kolonnen immer auf den großen roten gehen. Mach mal. So, okay, bevor wir die Verbesserung für Jack anbauen, wenn ich das nächste Mal das Spiel lade, landen wir eh in Schiedsfestung, dann müssen wir jetzt nicht dahin fahren. Können wir uns ja jetzt hier mal noch das Lager anschauen. So, Top-Dog-Lager. Oh, Schwierigkeit 3 von 5. Wir hatten ja bisher bloß 1er Lager. Schauen wir mal, wie wir uns da schlagen, wenn wir eher geschlagen werden und dann in Schiedsfestung landen, dann war das ja auch eine schnelle Abkürzung. Schauen wir mal, wie wir uns so anstellen. Oder ob wir da allgemein auch von der Ausrüstung her und so vielleicht noch ein bisschen zu schwach für das Ganze sind. Und da schießen sie an. Jo, nicht in das Feuer. Aussteigen. Au. Oh, okay. Ja, das sieht nicht so gut aus. Okay. Jetzt, wo wir tot sind, erinnere ich mich daran, dass da doch irgendwo was stand von, ich weiß nicht, ob man das nochmal irgendwo nachlesen kann, dass da irgendwo ein geheimer Zugang war, irgendein Gang oder so. Ich glaube nicht, dass es gedacht ist, dass man einfach so vorne rein spaziert. Ich denke, das Ganze auch, wenn man sich da jetzt klüger angestellt hätte, wie ich es getan habe. Ach, jetzt startet man dann in der Nähe. Okay, jetzt startet man einfach hier gleich in der Nähe. Dieses Spiel, meine Güte. Wir fahren jetzt nochmal hier runter. Ne, nicht zum Suchbereich. Wir schauen uns jetzt noch die Begegnungen da an. Mit dem Lager muss ich nochmal nachschauen, ob das irgendwo steht, was da die Schwachpunkte waren. Schnellreise. Ne, hier kann ich das nicht nachlesen. Mal schauen. Hier ist noch eine Vogelscheuche. Die liegt schon mal auf unserem Weg. Ist das eine schwache? Kriegen wir die weg? Sieht so aus, ne? Wenn wir da hochkommen, versteht sich. Ja, schwach. Was sagt eigentlich unser Benzin? Das sieht auch noch gut aus. Hey, hallo. Der Babyauspuff kann für unseren Erzengel jetzt auch angebracht werden. So, geh mal weg hier. Hab zu tun. Da kommt noch einer. So, geh mal weg, der Prickle. Wenn du meine tödliche Haut berührst, wirst du miterleben, wie dein weicher Bauch aufgerissen wird. Priggles versuchen, schwächere Fahrzeuge mit ihren messenscharfen Stacheln zu Konfetti zu verarbeiten. Priggles sind tödlicher als ihre Pendants bei Skotos-Truppen und den Roadkills. Also von denen am besten nicht rammen lassen, ne? Da kommt eine Kolonne einfach mal auf uns zu, aber die interessieren sich ja nicht für uns. Der hängt hier fest, oder wie? Ich mach ich alle. So. Und noch einmal. Okay, so nicht. Jetzt hat er uns getroffen. Ja. Ja, komm mal mit. Ja, kommt doch bestimmt gleich wieder vorbei hier. Oder haut er jetzt ab? Oder haut ab. Okay. Dann nicht. So, Suchbereich lassen wir erstmal weg. Da hinten ist noch eine Vogelscheuche. Ah, hier haben wir erstmal eine Begegnung. So. Ja, reparier du mal. Was hast du denn für uns? Before you let fly your deadly lead, let me say, I wish to thank you. You've rid this place of the roadkill thrall rustlers. A token. Let me show you this lovely little land of loot. Na, Trott für uns, wie es aussieht. Oder warum bückt die sich vor uns hin? Hallo? Ein Sklave ist dankbar, dass du die Sklaventreiber in der Höhle der Menschentreiber besiegt hast und hat erzählt von einem versteckten Vorrat. Okay. Ah, das ist jetzt gleich noch eine Mission. Also die haben auch mal eine Mission für uns. Hier hinten ist der Vorrat, den die Gute für uns versteckt hat. Oder den sie allgemein versteckt hat und uns anvertrauen möchte. Eigentlich wollte ich den jetzt gar nicht rammen, sondern ausweichen, aber ich glaube, die wollen mich rammen. So, dann können wir den Suchbereich vielleicht doch noch clearen, wenn wir hier schon mal da sind, ne? So. Jo, spring erstmal über dich drüber. Mein Vorrat geht weg hier.
Steigt aus. Ja, jetzt gibt's aufs Maul. So. Peng. Das war's mit dir. Und du kriegst bloß immer einer drin, hier wie es aussieht, hä? So. Nächste Herausforderung geschafft. Sehr schön. Tagesechse Stufe 4. Und wie viel ist denn hier? 19 Schrott. Das hat sich ja nicht mal gelohnt. Was ist denn das für ein scheiß Vorrat? Meine Güte. Geht ja gar nichts, ey. Ja, wenn die sich so öfters vor einem hinkniet, da kann sie doch schon ein bisschen mehr gesammelt haben. Ach, Mann. Da sind auch noch welche. Grüßt euch. Hey, nicht werfen. Oh, ausweichen. Ausweichen. So, ausweichen. Aua. So, geh du erstmal tot. Jetzt habe ich hier ein bisschen Power. Und der kriegt jetzt mein Messer mal zu spüren. Schön die Kehle. Weil jetzt kann ich seins einfach wieder aufheben. So. Gute Investition, würde ich sagen. Was haben wir denn hier überhaupt? Ein Putzcrew-Teil und zwei Schrott. Okay. Solche Crew-Teile sind immer ganz nett. Munition ist bestimmt noch voll. Ist der tot oder? Ja. Hier hinten war dann noch was. Ah, alles beides. Sehr schön. Dann ging das ja auch fix. So. Eins von drei Putzcrew-Teilen. Den Schrott nehmen wir uns auch noch mit. Sammelt 1000 Stücke Schrott. Gibt ja hier eine Herausforderung nach der anderen. So, und dann schauen wir uns mal noch die beiden Begegnungen an. Jetzt wissen wir ja, die waren irgendwie oben. Tagesechse Stufe 5. Klingt nach einem ziemlich erbärmlichen Rang. Ich glaube, hier muss man rüberspringen, hä? Um hier hochzukommen. Ja. Sehr schön. Na komm, schieß. Geh doch. So. Dann kommen die noch weg. Und jetzt müssen wir da hoch. Sprich, wir halten uns hier ein bisschen rechts. Aua. Was seid ihr denn für welche? Geht mal weg hier. Oder ist das doch nicht hier oben? Oder ist das drüben oben? Oder... Oh, ach nee, das, ich dachte, hier ist ein Minenfeld. Wir haben den Hund gar nicht dabei, da unten war bloß eine Kolonne. So, da vorne doch bestimmt, ne? Ja. Hallo, mein Guter. See that? They say the husk line there fell from the sky. Now the Mad Lord Scrotus has ordered his sick pups to set up their camp there. I know they've a hidden treasure just around the what's it called wing. Ja, gibt uns wieder hier Tipps für das Lager da oben. Dieses Lager wurde um das Wrack eines Flugzeugs herum angelegt. In der Nähe des Flügels ist ein geheimer Vorrat versteckt. Schwäche äußere Verteidigungslinie und kein Tor. Im oberen Bereich ist ein Bauteil versteckt. Okay. Da steht ja überall Informationen im Logbuch gespeichert, also muss man sich das irgendwann mal nochmal alles anschauen können. So, der andere, da scheint aber unten zu sein. Das heißt, wir müssen erstmal wieder umdrehen. Und hier ging es doch runter, ne? Genau. Also, das ist jetzt so, und jetzt, bis ich die Kommentare von euch lese, vergeht jetzt noch einige Zeit bei mir. Also, das ist jetzt mal so mein Vorschlag. Die Suchbereiche mache ich offline und die Lager, die lilanen Begegnungen und sowas wie Todesfahrt und so, das mache ich in der Aufnahme. Und die Ausgucke kann ich auch offline machen, also außerhalb der Aufnahme und die Suchbereiche. Das ist ja nicht so spannend. Es sei denn, ihr wollt es anders, dann... Aber das ist jetzt so mein Vorschlag. Zeige ich dann mal nicht. So, kann auch sein, dass ihr überhaupt keine Lager oder sowas sehen wollt, aber das kriege ich ja dann zu sehen, wenn ich die Kommentare lese. One who spewed Destructo on the Red Eye Graveyard? See? I got me some peepers. I spotted your car and knew
you want to stick it to the mummy some more and help us out root them out, we need some help with the goddamn explosives. Das riecht ja wieder nach einer Mission hier. Zerstöre alle Bassard-Verstecke in der großen Weißen, um den Anstieg ihrer Angriffe zu verhindern. Ein Griffer-Abzeichen. Neulich mit 8 Begegnungen, okay. Tagesexe, Stufe 6. 10 Griffer-Abzeichen. Jetzt lohnt es sich ja bald mal wieder zu Griffer zu gehen. Aber ich denke, das, was der jetzt gesagt hat. Ach, hier ist so ein Ziel, was wir zerstören müssen. Hier unten ist eins. Hier, hier, da. Hier oben bisher zumindest noch nicht. Aber wir haben noch einiges vor uns. Meine Güte, das wird lange gehen, das Projekt, glaube ich mal. Je nachdem, wie viel ihr auch sehen möchtet. Aber gut. Ich würde sagen, für diesen Part war es das dann auch erstmal. Mal schauen, was wir im nächsten machen. Ich hoffe, ihr schaltet dann morgen wieder ein. Bis dann.